Ich spiele heute wieder mit dem kolossalen Koloval. Ne, genial, doch. In der Hyperliga. Ich habe ein 100er bekommen. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem Spieletrend-Video gezeigt. Und möchte das heute in der Hyperliga testen. In der Superliga habe ich sie ja schon. Team habe ich mir ausgedacht, bitte nicht nachmachen. Doch auf dem Blatt Papier sah es nicht so schlecht aus. Ich will auf jeden Fall ein bisschen gegen Quapo gerüstet sein. Und gegen Elektro habe ich vielleicht auch so ein bisschen Antworten. Ich denke mal, in Viridium darf ich nicht direkt rein. Da würde mich der Gegner bestrafen. So. Und Dingenskirchen und dann nochmal. Timing hier wichtig, aber das ging mal in Ordnung. Und wir drücken dir eine Lawine rein. Ja, Feuer tut schon weh. Boah. Hätte ich nicht gedacht, aber er gibt direkt Energie aus. Ich glaube, das gefällt mir. So, und er undercharged auch nicht. Ich bin hinten drin, doppelt schwach gegen Feuer. Mal wieder ABB. Ich baue irgendwie immer nur solche ABB-Teams. Hinten drin schwach gegen Feuer und vorne gewinne ich dagegen. Nun kommt aber schon ein gesteigertes Fliegen an. Doch ich kann und will nicht schilden, denke ich mal. Na so, also hier hat... sogar die Attacke. Wieso hat niemand Fliegen? Das schockiert mich. Niemand spielt mit Fliegen. Die Attacke hebe ich mir mal auf. Und mal schauen, was passiert. Okay. Cresselia gegen mein Kampf-Pokémon. Nicht ideal. Überhaupt nicht ideal. Ich glaube, ich kann noch auf einen Köder hoffen. Einfach so grundlos auf Strauchler. Wenn nicht, obwohl, wenn ich schilde, nein. Die Laubklinge, die macht hier echt wenig. Da hat leider mal im ersten Kampf direkt der hammerharte Algorithmus zugeschlagen. Ich glaube nicht, dass ich da was machen kann, wenn ich schilde. Mondgewalt, schade. Schade, schade, Schokolade. Dann geben wir mal auf. Die Cresselia-Kämpfe, vor allem Hyperliga, das langweilt nur. Genau, und dann schauen wir hier hinein. Obwohl ich ein Schild bekommen konnte mit Koloval. Ne, hätte ich nicht gedacht. Und ein Köder hätte eigentlich nichts verändert, weil ich danach sowieso kaputt war. Oder hätte ein Köder was verändert? Nein. Dann hätte ich hätte Body Slam gehabt, aber keine Ahnung. So, das ist schon mal ein bisschen besser. Dieses Teil muss ich auf jeden Fall von Koloval fernhalten. Weit, weit weg. Der Gegner bleibt hier noch drin. Okay. Okay, okay, okay. Ich hoffe, der kann das nicht irgendwie gewinnen. Das fände ich schade. Das fände ich wirklich ordentlich schade. Ein Spukball wird vermutlich sowieso nicht reichen. Aber ich mache dennoch den Spukball. Ich brauche danach bestimmt noch eine Ladeattacke. Aber ich wage es mal hiermit. Ja. Doch. Ah, okay. Ja, machen wir das so. Ich glaube, nun kann ich nämlich runterfarmen. Ich bin schon im Gelben mit all den Kontern. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass er mich... Okay. Dann gehe ich nun garantiert raus. Denke ich mal. Mache ich vorher noch eine schnelle Attacke. Okay. Cresselia schon wieder. Hilfe. Oder bleibe ich da einfach drin? Weil ganz ehrlich, der Säurespeier, der ändert dieses Matchup gar nicht. Psychoklinge macht sowieso keinen Schaden und eine Ladeattacke würde mich besiegen. Von daher bleibe ich da, denke ich, drin, dass ich nicht schon wieder mit diesem anderen Pokémon dagegen kämpfen muss. Mit meinem 100er Viridium. Sondern mit Koloval. Ich habe noch keine Ahnung, wie defensiv Koloval ist hier in etwa. Doch der Sofortattackenschaden, der sieht schon mal nicht so ultra schlecht aus. Und ich glaube, ich schilde. Das ist ein Koloval-Video. Wir schilden hier mal einen Strauchler. Dankeschön für diese ultra schwache Attacke. Das ist nochmal ein Strauchler. Dann kann ich mir hier weiterhin gemütliche Energie holen. Hat der Gegner nur eine Attacke oder wieso Strauchler? Strauchler, Strauchler,
Strauchler. 100 Energie. Lawine, weil Cresselia kann man... Da, ja, darf man nie unterschätzen. Ich bin nicht vom Typ normal. Oh, ach komm schon. Ich habe ABB und das müsste ich eigentlich rauslocken. Ach komm schon. Ich baue nie gute Teams. Ich baue wirklich nie gute Teams. Bitte nicht schilden. Das gibt es doch nicht. Ich darf nur noch Teams kopieren. Und hier mit Steinkante? Oh, mit Steinkante wäre das schon fein. Mit Steinkante wäre das wirklich fein. Na gut. Kann ich irgendwo Teams kopieren, aber Koloval spielt ja wohl niemand. Na, Koloval spielt ja wohl niemand. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ABB. Und das muss ich auslocken. Okay. Hat uns das weitergeholfen? Spukball, macht das wirklich mehr Schaden, wenn ein Unterschied ist bei den Effektivitäten? Ne, uff. Boah, so knapp. Ärgerlich, wirklich so knapp. Eieiei, hätte er mal die Lawine durchgelassen. Was für knapp? Hä, was für knapp, Leute? Es war doch klar, dass wir hier gewinnen. Ich meine, das war logisch. Das war wirklich logisch. Das war komplett mein Fehler. Feuer-Pokémon und so, die muss ich rauslocken eigentlich. ABB, aber die Führung, die war so genial für mich. Da dachte ich mir, bleiben wir mal drin. Schlagbohrer abfangen bei Viridium. Ne, wäre eine Möglichkeit gewesen. So, Pokéball dreht sich und dreht sich. Okay, hier bleibe ich wieder drin. Obwohl ich das nicht sollte, wie wir gerade herausgefunden haben. Na, oder vielleicht werde ich... Obwohl Antikkraft wäre bei Koloval effektiv. Boah, aber hier will ich das auch nicht schilden. Und in Viridium kann ich natürlich nicht rein. So. Ich hoffe einfach, dass hinten drin kein Feuer-Pokémon ist, oder? Ne, glaube ich. Machen wir da... Obwohl, nun gehe ich raus. So. Hebe ich mir... Ah, ich wollte schon rausgehen. Nun gehe ich raus. Na und er lässt sich runterfarmen. Okay. Gut. Diese Abwechslung ist spaßig. Skelokrok und Skelokrok. Und dann auch noch Skelokrok. Freut ihr euch über Koloval? Das ist schon genial. Der Gegner hat irgendwie Sofortattacken-Lag. Ich glaube, da hätte ich noch eine Sofortattacke machen können, aber wir schummeln mal nicht. So, wir schummeln mal überhaupt nicht. Na und? Eieieiei. Ich drücke nicht, weil ich verliere den Gleichstand. Ich mache eine Sofortattacke, eine Schilde und wartet mal. Muss ich nun nochmal schilden? Doch, ich hätte drücken sollen. Ich hätte drücken sollen. Ich hätte wirklich drücken sollen. Energie gebunkert, aber Typ Eis ist nicht unbedingt hier schön. Überhaupt nicht. Ja, okay. Okay, immerhin. Doch der Gegner hat noch beide Schilde leider. Der hat leider noch beide Schilde. Ich hoffe, er kann nicht timen. So, komm schon. Boah, ich weiß nicht, ob das schlau war. Weiß ich überhaupt nicht. Ein Surfer würde vielleicht mittlerweile auch schon besiegen. Okay, er schildert hier nochmal. Gleichstand, den ich natürlich verliere, weil ich verliere alle Gleichstände. Na so. Dann mache ich noch eine Sofortattacke. Und nun, wenn Skelokrok Spukball gemacht hat, hat es dann noch eine Attacke gebunkert oder nicht? Ich weiß gerade nicht, wie viele Sofortattacken Skelokrok gemacht hat. Jo, es hat natürlich eine Attacke gebunkert. Okay, also,
Ich verliere hintendrin hammerhart gegen Skelocrog. Bitte nicht noch ein paar Teams, wo hintendrin Skelocrog ist. Dankeschön. Da fände ich wirklich ultra nett. Das wäre wirklich sehr nett. Weil gegen alle anderen Feuer-Pokémon, die nur Feuer sind, hätte ich neutrale Attacken. Kampf bei Viridium, Typ Normal bei Koloval. Keine Ahnung, gegen Vulnona oder irgendwelche Feuer-Pokémon. Aber nö, wir bekommen dieses Geistfeuer-Pokémon. Dankeschön. Geht mir weg mit Skelocrog. Boah, und wenn das mal Loe-Kanonade bekommt, wird es dann noch heftiger oder benötigt das vielleicht die Attacke sowieso nicht? Okay. Ich glaube, werde ich da drin bleiben, weil eigentlich Strauchler ist ja auch effektiv. Von daher sieht dieses Matchup vielleicht auf dem Blatt Papier gut aus für mich. Aber in Wahrheit wird das auch schon wehtun. Und wie wir mittlerweile wissen, haben alle ein Skelocrog hinten drin. Von daher, schauen wir mal. Oder ich werde einfach schilden. Oder ich werde einfach schilden, jo. Das machen wir, wir schilden und dann mache ich noch, Moment mal, nein, drei kann ich nicht machen, oder? Doch, ich glaube, ich kann noch drei machen. Drei Sofortattacken. Na und Spukball, ich weiß echt nicht, ob ich da immer schon Surfer machen könnte, doch Cresselia ist so overpowered defensiv. Okay, da kommt sowieso ein Schild. Und, das bei Viridium abzufangen wäre schön gewesen. Das wäre wirklich schön gewesen, aber immerhin hier abgefangen und einen Hey, PvP, so spaßig und so abwechslungsreich, Leute. Da sind so viele unterschiedliche Pokémon. Cresselia Skelocrog, davor war es Skelocrog Cresselia. Okay. So, noch eine hätte ich nicht überlebt, nur mit Niantic Internet, aber das will ich nicht herausfordern. Was soll das? Was ist das? Wieso hat jeder Skelocrog? Ey, das nervt gewaltig. Vor allem mit einem Cresselia vorne, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So Psycho mit Geist hinten. Okay. Säuselstimme, perfekt. Was soll das? Ey, wenn ich noch ein Skelocrog sehe, dann suche ich mir die stärkste Antwort dagegen auf PvPoke und werde die dreimal spielen oder so. Ich meine, das kann ja echt nicht normal sein. Nein, nicht so ein Teil auch noch. Okay. Wirklich, wieso haben das alle? Aber, ne, keine Ahnung. Gegner wäre eigentlich auch ABB schwach gegen Dinge und geht nicht raus. So ist es leider. Psychobeißer eventuell? Wäre nicht cool? Nein. Sehr schön. Aber die Angriffssenkung bekommen. Wichtig. Wichtig und richtig, die nicht garantierte. So macht PvP nämlich Spaß. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich gewonnen mittlerweile. Oder kann da noch irgendwas schief gehen? Ich denke nicht, ich hoffe nicht. So, nochmal? Nein. Nicht nochmal. Abfahrt. Weg mit dir. Doch finden wir noch ein Skelocrog direkt hintereinander? Das ist die Frage aller Fragen, die ich mir hier wirklich stelle. Das ist die wichtige Frage. Ja, lass mich mal überlegen. Eine Spukball, Säuselstimme. Wer resistiert das? Die Unlicht-Pokémon leider nicht. Wegen Säuselstimme dann noch. Bampidam. Ne, Glurak würde Feuer und Säuselstimme resistieren, aber da wäre dann Spukball neutral. Boah, mir fällt gerade kein Pokémon ein. Irgendwas mit Typ Normal. Typ Normal. Ich meine immerhin diesmal vorne, aber hä? Wieso ist PvP so einseitig geworden? Das ist ja richtig ungeschmeidig.
Gleichstand, wo ich nicht drücke. So, das ist ja richtig ungeschmeidig. Finde ich ganz uncool. Und... Bitte was? Steinkante? Okay. Was für Steinkante? War nicht abgefangen. Nicht abgefangen. Was für eine Steinkante? Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich träume aber so richtig. Okay. Sancto Klinge. Jo, ich glaube, ich kann mir hier noch ordentlich Energie holen. Weil... Obwohl, ich hätte im Gleichstand drück... Ach, der überlebt das ja sowieso noch. Ich gewinne garantiert den Gleichstand. Ich habe nämlich einen 100er. Und viel schlechtere IV kann man eigentlich gar nicht haben. Ich bin gerade schockiert. Ich habe einen 100er. Ich habe einen 100er. Ich habe einen 100er. Ich habe einen 100er. Jo, den habe ich gerochen. Den habe ich diesmal gerochen. Ich habe einen 100er. Und habe gerade den Gleichstand verloren. Na gut. Also hat der Gegner Anti-PvP-IV. Na, oder so. Okay, Sofortattacken-Lag am Anfang. Zum Glück macht das bei 3er gegen 5er-Move keinen Unterschied. Dass ich diesen Gleichstand verliere, fand ich gerade echt schockierend. Aber komplett schockierend. Das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. So, die bekomme ich noch raus. Na und? Dann habe ich wirklich ein perfektes Team gewählt, wenn ich mich im Skelocrock Cup befinde. Okay, Gegner kennt mein Team. Nein, kennt er nicht, aber... Traurig, traurig. Sehr, sehr, sehr traurig auf jeden Fall, diese Geschichten hier. Und dann muss ich meine komplette Energie ausgeben, oder? Ich mache... Okay. Na so. Nö, ach komm schon. Gut. Im Teamspawn bin ich wirklich top. Top, die Wette gilt. Da bin ich wirklich tippity-tipp-tipp-top. Sagt mir ein Pokémon, welches Skelocrock Hardcore hat und ich nehme 3. Und dann werden wir nie wieder eines finden. Nie wieder. Okay, let's go. Wunderbar und wunderschön. Gut. Ja, nein, ich werde nun nicht mein Team ändern, doch... Ne, schon wild. Wirklich, 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 wirklich wild. Das kann man nicht hart kontern, oder? Mir fällt kein Pokémon ein. Na, Gift nicht. Alola Slimog vielleicht? Nein, auch nicht. Weil die Säuselstimme ist da neutral. Nein, ist schon sowieso. Ich komme nicht drauf. Bada boom. Bada bang, mir fällt... Heftig, ich weiß, wieso das alle spielen. Weil es keinen Hardcore dagegen gibt, oder? Also wirklich gar keinen. Nein, irgendeinen bestimmt. Doch er fällt mir gerade nicht ein. Er fällt mir einfach gerade nicht ein. Na dann. Dann wird man ein paar mehr Counter dagegen nehmen müssen und auf jeden Fall nicht ein Team... Welches direkt dagegen verliert. Das sollte man auf keinen Fall haben. Mal schauen. Bitte nicht mit Antikkraft. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dankeschön mit Antikkraft. Da freue ich mich wirklich sehr. Das ist wirklich genial, dass ich die finde mit Antikkraft. Okay, aber Togekiss vorne und das Ding hinten ist auch spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Eine Abfahrt. Rein da. Und vermutlich, weil es auch hammerhart gegen Quappo gewinnt, oder? Danke für den Schild. War klar. War klar, dass hier geschildert wird. Aber direkt nochmal?
Ja oder nein? Boah, klar, direkt nochmal. Wieso denn auch nicht? Und mein Apokalyp brauche ich eigentlich noch. Togekiss wird echt ein Problem. Togekiss wird echt... bitte noch ein paar Ladeattacken. Na, Giratina, bitte noch ein paar Ladeattacken. Das wäre schön. Weil du hast erst 7 gemacht, glaube ich. Ein paar wären auf jeden Fall noch drin. Und Togekiss hat auf jeden Fall noch Energie. Bitte nicht abfangen. Dankeschön, okay. Je nachdem, was sich hier nun hinten drin befindet. Vom Team her würde noch ein Togekiss Sinn machen. Aha, perfekt. Perfekt, wiederschauen. Na und reingehauen. Gut. Das ist eventuell die Skelokrok-Antwort auch nicht wirklich. Säuselstimme wäre nicht sehr effektiv. Feuer leider neutral. Spukball auch neutral, aber man hat schöne Katapulte, die man draufballern könnte. Nein, wenn mir jemand sagen würde, hey, ich gebe dir 1000 Euro, wenn dir nun ein Pokémon einfällt, welches Skelokrok hart kontert, sprich, ich habe effektive Attacken und Skelokrok nur nicht sehr effektive Attacken, mir würde keines einfallen. Nicht für 1000 Euro würde mir eines einfallen. Aber echt nicht. Ich meine, ein Hyperliga-Pokémon, ich spreche nun nicht von genau sowas beispielsweise. Hier sowas. Ich habe nur nicht sehr effektive Attacken, alle, auch mit Steinkante, egal was. Und der Gegner hat eine effektive Matschbombe. Die Konter sind neutral und so weiter. Sowas wird mir nicht einfallen gegen Skelokrok. Echt überhaupt nicht. Aber der Algorithmus hat hier vorne Schlinking und hinten Toxiquack gefunden. Okay, aber er geht auf die Schlammbombe. Denn er will mich trollen. Er will mich irgendwie ein wenig trollen. Glaube ich. Na gut. Aber ich freue mich über Leute, die mich trollen wollen. Und dann aus dem Grund in den Schildrückstand gehen. Jo, eine Abfahrt. Und, boah, ich glaube, mit dem Timing könnte ich mir entweder noch einen Schild holen oder den Switch. Machen wir aber nicht. Machen wir, glaube ich, nicht. Ich werde hier nämlich nun runterfarmen. Aber mit der Energie kann ich gegen Schlinking nicht viel anstellen. Leider. Oder soll ich Gruppenarbeit irgendwie einen Spukball machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil der hat auch Knirscher, das wäre Quatsch. So. Okay. Er wollte mich wirklich komplett trauen. Kolowal. Und ich verliere den Gleichstand. Kolowal. Du darfst gegen Apokalyp kämpfen. Du darfst gegen Impergator kämpfen. Ich meine, Impergator wäre schon nah dran. Impergator wäre wirklich nah dran. Stimmt. Doch da sind die Feuerattacken neutral. Nein, und Spukball ja auch neutral. Aber wir wären effektiv. Na und? Ja. Kolowal, ich stelle dich im Video vor. Und du darfst wirklich gegen die besten der besten Pokémon kämpfen. Na, sehr cool. Wirklich einfach nur cool und genial. Sage ich dir jedes Mal. Schade, wirklich schade. Und da hat er noch hier mit Toxiquack ein bisschen rumgetrollt. Oder geködert oder wie auch immer. Und ich habe ihm dann ein Schild abgelurkst, den ich eigentlich gar nicht hätte bekommen sollen. Und keine Chance. Keine Chance einfach nur. Null, nada, niente. Wir ködern hier sogar direkt. Und schauen mal, wie viel Schlinking aushält. Nein, da gebe ich auf, das war Toxiquack und dann noch ein Impergator gegen mein Kolowal. Egal, was ich da gemacht hätte. Okay, der Köder hat mal geklappt, dann bleiben wir noch drin. Nein, das ist... Gut, wiederschauen und reingehauen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Obwohl, mit Ausnahme von Säuselstimme ist Schlinking auch eine gute Skelokrok-Antwort. Stimmt. Ich habe das Gefühl, der Gegner war von Skelokrok auch ordentlich genervt, denke ich mir mal. Toxicroak hätte die Schlammbomben, die anderen beiden Pokémon gewinnen, denke ich mal. Hoffentlich Hammerhart gegen Skelokrok. Da war wohl jemand genervt. Doch, er verliert Hammerhart gegen eine Quappo-Führung. Also, irgendeine Schwäche hat man immer. Doch die 7 Togekiss vorne verstehe ich nicht. Die verstehe ich echt nicht. So. Die verstehe ich wirklich nicht. Moment mal. Das waren 7, oder? Oh, Aeros, genau, stimmt. Benötigt ja eine weniger. Ich denke mal an Antikkraft. Genau. Die vielen Togekiss-Führungen verstehe ich echt nicht. Wieso? Wieso und woher kommen die denn? Und ich glaube, wenn er schildert, könnte er runterfarmen. Von daher gehe ich dann in mein Koloval rüber. Oh, er schildert nicht. Okay. Da warte ich. Bitter wäre es wirklich, wenn er runterfarmt, aber da will ich auf jeden Fall mit Viridium dagegen kämpfen. So, genau, da will ich auf jeden Fall mit Viridium dagegen kämpfen. Er gibt aus. Finde ich gut. Wenn ich davor schon gedrückt hätte, hätte ich meinen Surfer noch rausbekommen, doch dann hätte er eventuell runtergefarmt. Er gibt aus. Hat er den Boost bekommen oder nicht? Das erfahren wir nun. Danke wieder für Sofortattacken, Lenk. Ich wollte hier keinen Dreier-Move mehr reinbekommen. Den er mit schlechtem Timing so, aber Dankeschön. Vielen Dank für diesen Sofortattacken-Lag. Die 5-Finger-Kralle muss wieder ran. Denn die ist wichtig und richtig. Immer mit 5 Fingern drücken. Nicht mit wenigern. Immer mit 5, eventuell sogar mit 7 Fingern. Dankeschön. Na und, auf Wiedersehen. Ach ja. Wenn man... Wow, das finde ich aber komplett krass. Dass er hier einfach sich denkt, komm. Ich schild nicht, das juckt mich hier alles nicht. Koloval-Video. Das ist ein Koloval-Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Koloval-Video. Koloval ist meine Wahl. Gut. Die Attacken funktionieren schon mal mit Koloval. Genial. Ich baue immer so miese Teams, das könnt ihr euch gar nicht... Ich habe bei 3 gedrückt. Bei 3 haben wir keinen Gleichstand. Niantic, was ist los mit dem Spiel? Ich habe bei 3 gedrückt. Niantic, wie kann bei 3 ein Gleichstand? Bitte, PvP-Update. PvP-Update oder sagt den Content-Creatern, die genervt sind von Niantic, dass sie PvP spielen sollen. Das wichtigste und momentan beste Feature von Niantic. Egal, kommt ja nicht oft vor, nur in jedem Video. Von daher. Nein, echt schade, das Meta habe ich in der Hyperliga. Ich meine, ich habe schon lange nicht in der Hyperliga gespielt, doch das habe ich gar nicht verstanden. Diese beiden Pokémon hinten, bitte macht das nicht. Die verlieren ja gegen alles. Gegen alles und jeden. Wir hatten mehr Feuer-Pokémon als Nicht-Feuer-Pokémon. Hinten drin. Okay, der Kampf beginnt. Und, boah, die Führung, habt ihr die gesehen? Heftig, ich kämpfe. Oh. Der Kampf hat doch noch nicht begonnen. Jo, was könnte man da machen? Eher so in die Richtung Doppel-Anti. Skelokrok hinten drin. Also Apokalyp rettet mich hier irgendwie durch. Apokalyp war wirklich... Naja, nein, doch. Schlinking vorne und so weiter. Nicht unbedingt, aber... Irgendwas sollte man machen. Vielleicht wurden die Kobalium auch vertrieben. Von Skelokrok vielleicht? Ja, doch. Kobalium hätte Steinkante, ja. Keine Ahnung.
keine Ahnung, Granbull, all die Feen vorne, aber die Leute checken es. Die checken es offenbar mittlerweile, dass hier so viele Gegner Quappo mit Giratina kombinieren und sich denken, ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Okay, leider hat diese Fee Knirscher und auch noch Nahkampf. Der war lecker Schmecker. Der war wirklich lecker Schmecker. So, mal schauen, ob wir einen Nahkampf abbekommen. Wir bekommen einen Knirscher ab. Dankeschön. Nö. Bitte spielt kein Team, wo ihr hinten drin nicht nur doppelt schwach gegen Feuer seid, sondern auch nicht mal irgendeine Attacke habt. Ja. Bitte macht das nicht. Ich hoffe, dieses eine schon besiegt mich und er schafft nicht noch eine. Jo, hat mich besiegt. Okay. Na gut, also ich wurde leider komplett vom Spiel vernichtet von den Teams. Ich will mehr neutrale Matchups, nicht wo ich irgendwo reinkomme. Einfach Knirscher, okay. Einfach Knirscher. Ich will ein paar mehr neutrale Matchups. Das ist alles einfach nur hammerhart in die Richtung oder in die Richtung. Wo bin ich hier gelandet? Wo? Sagt mir wo. Bin ich hier nur gelandet? Ich habe wirklich keine Ahnung. In Hard Counter City, entweder in die eine oder in die andere Richtung. So. Dann schilden wir hier nochmal, weil der Kampf ja irgendwie schon bald vorbei ist, oder? Der hat schon viele Knirsche rausgebracht. Ja, der macht ein Einäschern Knirscher, ein Einäschern Knirscher, ein Einäschern Knirscher. Gut. Gut, gut, gut. Deshalb hat der eine Kampf davor nicht stattgefunden, der schon gefunden wurde, aber danach nicht, weil das Spiel hat gemerkt, hey, Moment mal, da war kein Skelocrog hinten drin. Nein, keiner. Also wirklich, ich finde so Schlurp ist eigentlich cool, weil da hat man so viele neutrale Kämpfe und Matchups. Ich weiß, Schlurp ist verhasst, aber ich erlebe hier entweder Fiaro gegen Koloval oder Apokalyp gegen Koloval oder immer nur hier und da und tralala. Was anderes erlebt man nicht. Ja. Ich überlege gerade, klicke ich links oben oder versuchen wir hier noch? Ich habe echt keine Ahnung. Hyperliga. Hyper, 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 Hyperliga. Skelocrog-Liga. Hard-Counter-Liga. Der kann einfach nicht schilden und komplett runterfarmen. Oder? Er schildert auch nicht und perfekt runtergefarmt. Wiederschauen und reingehauen. Das war Koloval in der Hyperliga. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bitte nicht mein Team spielen. Wiederschauen.